Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial über die Laser Mavericks bei der Hornet. Ich zeige heute dann zwei Beispiele oder zwei Möglichkeiten, die Laser Mavericks an der Hornet einzusetzen. Einerseits über ein JTAG, also jemand anderen, der uns das Ziel lasert. Kann natürlich auch ein anderes Flugzeug sein, über Buddy Lasing und so. Und dann, falls man das mal nicht zur Verfügung hat, dann über den Target-Pod, dass man selbst das Ziel anlasert, welches man bekämpfen möchte. Ja, grundsätzlich zu Laser Maverick. Die hat im Gegensatz zur IR Maverick keine lange Warm-up-Zeit, also nicht 3 Minuten oder so, sondern nur kleine Initialisierung mit 30 Sekunden. Dafür aber einen entscheidenden Vorteil und Nachteil. Und zwar, wie gerade schon gesagt, andere können für uns mit dem Laser das Ziel markieren und wir können die abschießen, dann ist es eine Fire-and-Forget-Waffe. Andererseits, wenn wir das nicht haben, sondern selber lasern, ist es nicht so natürlich der Fall, dass es eine Fire-and-Forget-Waffe ist. Wir müssen, wie auch bei den Laser-Guided Bombs, darauf achten, dass der Target-Pod weiterhin das Ziel anlasert. Ja, dann will ich jetzt mal zeigen, wie man direkt die Laser-Maverick initialisiert. Natürlich hier einmal auf die Stores-Page, beziehungsweise noch einfacher, Master-Arm natürlich dran, Air to Ground. Wir kommen in den Radar-Modus, schalte ich in weiser Voraussicht schon mal auf den Target-Pod, der jetzt eingeschaltet ist. Können wir dann gleich benutzen, denn hier unten ist auch schon unser Ziel mit dem roten markiert. Ich schaue mal eben nach im Funkmenü. Haben wir denn da auch wirklich roten Rauch? Ja, Smokehole ist red, das ist hier unser Ziel. Okay, wie geht's weiter mit dem Maverick? Hier oben steht schon Maverick, nur MAV. Bei einer IR Maverick steht noch F dahinter. Also in dem Fall können wir dann das gut unterscheiden, sollten wir mal beide an Bord haben. So, was wir jetzt machen müssen, einmal draufklicken und dann noch einmal und wir sind in dem eigentlichen Maverick-Menü, was wir da haben. Wenn wir noch einmal draufklicken, haben wir auch schon einige Funktionen. Hauptsächlich geht es darum, dass man sieht, welcher Lasercode ist bei den Mavericks eingestellt. Denn genau wie bei den Laser-Guided Bombs muss der Lasercode übereinstimmen mit der Waffe, so dass die dann ja auch richtig das Ziel trifft. Ich könnte hier natürlich selber lesen, habe ich einen anderen Lasercode als der vom JTAG. Die müssen übereinstimmen, weil oder eben müssen auch verschieden sein. Ja, sonst wird ja jeder dasselbe Ziel angreifen, wenn der Lasercode immer gleich ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gibt es hier zwei Ziele, die einen roten Rauch haben. Das ist auch nicht so optimal. Welches dann unser ist, doch ist wahrscheinlich der hier vorne, weil der ist zu weit ab. Okay. Ja, wichtig dann, Lasercode einstellen können wir hier über das Menü machen oder über das Untermenü, indem wir dann hier auf UFC gehen und den Code eintippen. Dann muss ich natürlich mal einmal den Code holen vom JTAG. Den gibt es natürlich in Mission oder sonst was, brauche ich jetzt nicht größer erklären. Lasercode ist für uns 1513. Also einmal UFC, Code hier aktivieren mit dem Doppelpunkt, dann blinkt es hier schon. Und das war 1513. Enter. So, hier sind die Stations und aufgezählt und der Lasercode dahinter. Das heißt, jede Maverick an jedem Punkt hat jetzt den gleichen Lasercode. Aktiviere ich mir nochmal und jetzt steht der Lasercode auch unter jedem Maverick drunter. Ist natürlich gut für den Anfang, wenn jeder ihren einzelnen kriegt, als wenn man jetzt viermal den Lasercode einstellt. So, jetzt braucht man eigentlich nichts anderes machen, als ungefähr in die Richtung des Ziels zu fliegen, was uns der JTAG dann durchgibt. In dem Fall ist das hier, wo wir den roten Rauch haben. Und dann müssen wir nichts anderes machen, als den Seeker von der Maverick uncagen, genau wie bei der A-Maverick. Der wird dann hier rumwandern, solange bis er den Laser gefunden hat mit dem jeweiligen Code. Maverick wird dann hier ready erscheinen und dann kann die Maverick losgelassen werden. Das kann beides passieren, einerseits hier auf dem Display, andererseits auf dem speziellen Maverick, Laser Maverick Display hier, wo der Code schön groß ist und wo man auch sieht, wo guckt er gerade hin mit seinem Seeker-Head. Ach ja, und ganz wichtig auf der Seite gibt es noch, wann die Maverick explodiert, instantaneous, also das direkt bei Aufschlag, oder zwei Delay-Optionen, dass die Maverick aufschlägt und erst dann im Inneren explodiert, ist glaube ich irgendwas, was für Bunker oder sonstige Dinge passiert, wo man es will, dass der Flugkörper in das Ziel eintritt und drin explodiert.
Ich würde empfehlen, bei DCS immer auf Instantaneous stehen lassen. Okay, dann machen wir dann uns das Display noch mit Sense of Interest. Einmal den Sensor Switch nach links, bis der Punkt hier erscheint. So, unser Ziel ist da vorne. Dann fliegen wir mal genau auf das Ziel los. Und uncagen bei dem Maverick. Und dann schauen wir mal, was passiert. Wie bei der A-Maverick hier auch, das Dreieck ist, wo die Maverick hinschaut. Ungefähr in die Richtung des Ziels. Uncagen. Zip. Und da geht sie auch schon direkt auf das Ziel drauf. Maverick LKD für locked. Maverick ist ready. Wir können die schon direkt abschießen. Da würde ich auch sagen, dann machen wir das direkt. Und Rifle. So, und da ist jetzt, wie gerade schon erklärt, vom JTAG angeleuchtet wird, brauche ich jetzt nichts anderes zu machen. Für mich ist der Modus jetzt Fire and Forget. Jetzt können wir noch zusehen, wie der Maverick dahin fliegt. Ich mache vielleicht mal die Labels an. So, dort unten fliegt die Maverick. Ich schaue mal, dass ich hier mal eben den Modus auf so stelle. Und dann schauen wir mal, was die Laser Maverick macht. Wie gesagt, die ist von uns jetzt völlig unabhängig. Dort im Blau der APC, das ist JTAG, der für uns hier die Ziele lasert. Gehe ich mal ein bisschen weiter weg und ja, ganz super getroffen. So, der JTAG lasert für uns das nächste Ziel. Dann würde ich noch einmal zeigen, dass das hier auch aus diesem Display rausgeht. Das heißt, wenn ihr die Maverick natürlich aktiviert habt, dass sie so dargestellt wird, dann geht das auch. Wir machen einen neuen, erneuten Zielanflug. Bisschen forscher in die Kurve gehen. Dort ist unser Ziel. Fliegen wir wieder drauf los. Wenn die Maverick so ausgewählt ist, dort Display nochmal Uncage drücken. Zack, das nächste Ziel steht drin. Maverick lockt im HUD und wir können wieder schießen. Rifle. So. Auch jetzt ist die wieder für uns Fire and Forget. Wir brauchen uns um nichts kümmern. Und können genauso agieren wie mit den IR Mavericks. Ja, wir können ein bisschen außer Reichweite bleiben. Gut gegen Anti-Aircraft-Artillerie. Wenn man so im bodennahen Bereich ist, in der Luftnahunterstützung. Wenn man ein bisschen sehen will, was auf dem Schlachtfeld passiert. Ja. So, jetzt zeige ich noch einmal, wie das ist, wenn man das mit dem Target-Pod auslöst. Dazu schalte ich mir einmal den Wegpunkt, den ich mir aufs Ziel gelegt habe, einmal ein. Waypoint Designate. So, jetzt guckt der Target-Pod dort in die Richtung. Oh, dann schaue ich mal, dass ich nicht ganz so schnell durch die Gegend baller. Und dass ich mal so fliege, dass das Ziel erleuchtet ist und nicht maskiert. So, dann mache ich das jetzt mal so. An, dass wir hier noch schön Kurve drumherum fliegen. Dann mache ich mir noch den ATC hier an für... auch, dass die Höhe gehalten wird, dass der Speed gehalten wird. Jetzt kann ich mich gut um den Target-Pod hier kümmern. So, dann suche ich mir mal hier ein Ziel aus. Muss natürlich Sensor of Interest sein. Sage ich mal einen von den Panzern hier. Ach, was heißt Panzern? Das stehen ja nur Trucks. Ein klein wenig ranzoomen. Der hier bitte soll es sein. So, natürlich muss dann TDCD Press einmal gemacht werden. So, jetzt ist er auch wirklich als Laserziel markiert, weil vorher, wenn ich da nur das Kreuz hatte, war es nicht für den Laser ja, ausgewählt. Es war nur so, dass ich den bewegen konnte. Kann ich das natürlich noch ein bisschen verfeinern. So. Ja. Und jetzt ist es wichtig, den Lasercode wieder richtig einzustellen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Maverick den gleichen Lasercode hat wie das wie der Target-Pod. In dem Fall 1688, die Standardeinstellung. Der Target-Pod muss natürlich auch den Laser aussenden. Deswegen müssen wir ATDA auf Arm stellen. So, und jetzt blinkt hier auch schon was, Code. Das ist, damit mir die, also die Hornet warnt mich schon weit vorher. Hey, der Lasercode stimmt nicht überein. Du hast den Laser vom Target-Pod auf einem anderen Code stehen als auf der Laser-Maverick, die aktiviert ist. Behebt das mal. Deswegen Lasercode zu ändern, wie gerade auch. Maverick auswählen, UFC für Abfront-Controller auswählen. Hier blinkt schon der Code, der eingestellt wird. Code aktivieren. 1688, Enter, beide sind eingestellt, Codewarnung geht weg. Und jetzt schauen die Laser Mavericks halt dahin, wo ich mit dem Target-Pod hinziehe.
Jetzt muss ich mal schauen, das Ziel ist da und ist jetzt markiert, maskiert durch das eigene Flugzeug. Ja, nochmal Kontrolle. Ist LTDA. Laser ist armt hier oben. So, und ich brauche das jetzt nicht so zu machen, dass ich manuell trigger, wie hier drüber. Das funktioniert dann nämlich nicht. Das heißt, ihr müsst schauen, dass der Trigger hier ausgeschaltet ist, ist es nicht boxt. Was ihr aber hier machen müsst, ist, sobald das alles eingestellt ist, nochmal auf das Maverick-Display hier gehen, wieder den Sensor of Interest machen. Der schaut natürlich schon hier in die Richtung. Da kann ich mal zeigen. Der weiß ja, wo der Laserpod gerade hinschaut, deswegen versucht er auch, den Seeker von der Laser Maverick schon mal dort in die Richtung aufzulenken, damit das Ziel markiert wird. So, Laserpod-Darstellung, Targetpod-Darstellung im HUD ist da. Die Maverick guckt auch in die Richtung und dass wir jetzt nichts anderes machen müssen, als einfach nur pickeln oder reifeln. LTDA blinkt, zack, und die Rakete wird abgeschossen. Ihr müsst ein bisschen länger drauf drücken. Wenn ihr nur einmal kurz drauf drückt, wird vielleicht der Laser nur gefeuert, aber die Rakete geht nicht weg. Also ihr müsst da schon ungefähr eine Sekunde drauf drücken. Was natürlich noch geht, LTDA blinkt. Wenn ich jetzt Sensor auf Interrechts-Rechts mache, kann ich den Laser auch noch verstellen und feintunen. Und wir können das Ziel schön im Auge behalten. Ich gehe nochmal in den White Mode über. Ich mache vielleicht mal die. Bumm, super getroffen. Dann ja, markieren wir nochmal das nächste, wo wir gerade drüber fliegen. Da oben rechts ist doch was Schönes. So, nochmal im Narrow-Modus. Bisschen drauf gehen. Okay, das wird dann unser nächstes Ziel. So, und jetzt genau wie bei der, bei den Laser-Guided Bumps müsst ihr darauf achten. Nachdem der Laser einmal gefeuert hat, geht der LTD da wieder von Arm in den Safe-Modus. Den auf jeden Fall wieder auf Arm stellen, damit hier oben laserarmt erscheint. Und genau wie gerade müsste ich jetzt einmal nochmal designate machen bei dem Ziel. Mit Sensor of Interest an mir rüberschalten und mal einmal uncagen die Maverick, falls sie noch nicht in die Richtung des Ziels guckt. Also auch hier die Kontrolle wie gerade. Habt ihr den Targetpod im HUD stehen, das Symbol dafür. Sollte die Maverick auch eben genau auf die gleiche Stelle gucken. Falls nicht, drückt ihr noch einmal Uncage und dann solltet ihr da hinspringen. Na, ich kann mal zeigen. Cage gedrückt, der Seeker hier geht wieder in die Mitte von der Maverick. Und wenn ich jetzt Uncage drücke, dann sollte der auf das Ziel gehen, wo auch der Targetpod gerade hinschaut. Ja, so ist das richtig. So, und jetzt draufdrücken. Wie gesagt, 1-2 Sekunden. Reifel. So, gedrückt. Und jetzt geht's weg. Und wie gerade auch, kann ich, solange der Laser dorthin scheint, Sensor of Interest nochmal rechts auf den Targetpod, kann ich die so ein bisschen damit lenken, verfeinern. Und ihr müsst beim Manövrieren natürlich darauf achten, dass ihr nicht so lenkt, dass auf einmal der Targetpod hier masked ist und dann könnt ihr auf einmal nicht mehr den Laser aussenden, der wird nicht mehr hingeschickt. Vielleicht trifft die Maverick dann noch, wenn sie nah genug dran ist. Ansonsten wird das eher ein Glücksspiel. Ja, wir hatten jetzt 4 an Bord, 4 sind weg. Da würde ich sagen, das war's das jetzt auch erst einmal. Ich hoffe, das hat gereicht als kleine Einführung zu den Laser Mavericks. Falls noch Fragen dazu sind zum Thema, schreibt mir einfach einen Kommentar. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abonniert mich für mehr Tutorials. Schreibt mir gerne, was ich sonst mal alles erklären und machen soll. Ja, und dann schaue ich mal. Ja, dann soweit. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten DCS-Tutorial. Ciao.